Da sitzt man nur da. Ja, ich hab doch gesagt, die sind nicht pünktlich, die Leute. 10 Minuten warten wir schon. Na, da wird schon noch jemand kommen. Wer weiß, was die wollen. Was werden die von uns wollen? Das weiß ich doch nicht, was die wollen. Keine Ahnung. Das ist doch hier eine Hornsche ist das hier. Das ist ein Studio. Da wird Fernsehen gemacht. Was denn hier drinnen? In dem kleinen Loch hier? Natürlich, was hast denn du gedacht? Das sieht dann groß aus auf dem Bildschirm. Ich weiß auch nicht, was die noch wollen. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht haben die sich überlegt, dass wir als Ansager arbeiten, wir beide. Was wir beide? Du nicht? Ist ja unmöglich. Wir können doch hier nicht als Ansager arbeiten. Warum denn nicht? Nur weil wir kein Hochdeutsch kennen. Was sollen die Leute dort im Fernsehen sagen, wenn wir hier so eine komische Sprache haben? Wir haben doch keine komische Sprache. Zwickau ist eine schöne Sprache. Vielleicht wird's doch noch was. Ach Quatsch, hör auf mit so einem Quatsch. Es könnte aber sein, dass die dich gesehen haben und wegen dein schönen Bein dich unbedingt haben wollen. Was? Wegen meinem Bein? Das gibt's ja überhaupt nicht. Da mach ich nicht mit. Na gut, dann lass es bleiben. Wird ja bald einer kommen, da werden wir's wissen, ne? Ja, ich denke, es wird gleich einer kommen. Alles blau hier ist unmöglich. Vielleicht, ich habe nicht dir gehört, aber vielleicht wollen sie uns in den Stadtrat haben. Ach Quatsch, in den Stadtrat? Was sollen wir denn im Stadtrat? Ich glaube, es. Ach, jetzt endlich kommt einer. Wir haben schon gewartet. Klar. Schon 10 Minuten oder länger. Sie haben uns umbestellt. Ja. Und jetzt ist schon gleich Viertel. Ja. Ist eine Frechheit, ist das? Eine Frechheit, ja. Jawohl. Meine liebe Clara, beruhige dich doch. Ist ja gut, ja. Ist ja schon gut. Wir waren nur auf der Suche nach dem Puppenschulze. Den kennen Sie doch, oder? Puppenschulze? Ja. Den kennen wir natürlich, kennen wir den. Sagen Sie. Ja. Ja. Der ist 70 geworden in diesem Jahr. Was? Ja, man glaubt's nicht. Aber da haben wir uns überlegt, da wollen wir mit ihm gemeinsam mal etwas machen. Nur ich habe keine Ahnung, wie man an den Typen rankommt. Ja, da müssen wir mal überlegen. Da kann man mal, ja, wie kann man das machen? Also wir kennen den, das ist richtig. Ja, vielleicht im Puppentheater? Ach, im Puppentheater ist er nicht mehr. Das sind andere Leute jetzt. So, okay. Aber da, na, wir gucken, wir wissen, wo der wohnt. Ach, wir kennen uns gut. Mal an den Wänden. Aber das sag ich Ihnen. Ja. Ja, was wolltest du sagen? Das sag ich Ihnen. Zeit hat der keine. Der hat überhaupt keine Zeit. Ja, was denken Sie, was der alles macht? Ist unmöglich mit dem. Aber gut, ja. Weil Sie es sind, wir können es ja mal versuchen. Ach. Ich bin begeistert. Ja, wir versuchen es mal, auch wenn Sie uns haben sitzen lassen. Wir hatten eine Redaktionskonferenz. Ja, gut, Sie können ja mal ihn ausgeben zum Beispiel. Das machen wir. Oh ja, das ist eine gute Idee. Ja. Wie gesagt, gut. Wir hatten eine Redaktionskonferenz. Frank hat sich wieder festgequatscht. Ja, wer arbeitet, hat irgendwas zu tun. Und ich muss jetzt auch schon wieder weg. Was? Ja, nächste Sitzung. Das schon wieder Sitzung? Ja. Unmöglich. Ja. Sagen Sie dem Herrn Schulze mal Bescheid. Ja, besten Dank. Gustav. Ja, machen wir. Ja, super. Jawohl. Also, da gucken wir mal, Clara, ob wir den erreichen können. Ich bin begeistert. Gut, also dann gehen Sie zu Ihrer Arbeit, das ist nicht verpassen. Ich wünsche Ihnen noch einen. Dann kriegen Sie von Ihrem Chef Ärger, dann. Das machen wir. Einen schönen Heimweg, ja? Machen Sie sofort. Ach, du weißt mal, warum Sie uns hierher geholt haben. Da können wir jetzt auch schön, gemütlich nach Hause gehen. Ja, da werden wir mal langsam aufstehen. Eieiei, also außergewöhnliche Studiogäste hatten wir bei Television Zwickau ja schon des Öfteren, aber Clara Müller und Gustav Schmidt, nein, ich glaube, die beiden waren wirklich das Verrückteste seit langem. Aber sie waren erfolgreich und sie haben ihn gefunden, den Puppenschulze. Er steht jetzt bereits drüben.
Und er steht auch schon im Studio. Ich bin begeistert und ich danke Ihnen, dass wir dieses Experiment heute mal machen können. 70 Jahre Revue passieren lassen. Ja. Da haben wir uns eine ganze Menge vorgenommen. Ja, das denke ich. Also die Frau Clara Müller und der Herr Gustav Schmidt, die haben mich informiert. Und ich habe wirklich überlegt, ob ich das überhaupt mache, denn das ist ja eine lange Zeit und wie will man das hier so in Ruckzuck hineinpressen? Wir gehen es einfach mal an, kurz und schmerzlos. Also ich bin auch beeindruckt über die Vorbereitung, die Sie da hineingesetzt haben. 70 Jahre nochmal einfach, sagen Sie, kamen da auch Sachen, wo Sie gesagt haben, Mensch, das habe ich längst vergessen. Genau, ja? Ganz genau. Also es war unglaublich. War noch mal so, wie, als wenn man sich noch mal ein Video von seinem Leben anschaut. Ja. War doch ganz interessant. Ja. Und das ging eigentlich gar nicht so glücklich los, kann man sagen. Sie sind Baujahr 45. Oh ja, ja. Und ja. Da, ich denke, da muss man nicht allzu viel sagen, was das für eine Zeit also war. Genau, mein Geburtstag war ein katastrophaler Tag. Der 22. Also Januar 1945. Ne? Ich bin zu Hause geboren. In der Nacht und... Zunächst mal wo? In Oberlungwitz. In Oberlungwitz, gleich um die Ecke. Da bin ich aufgewachsen auch, ja. Und früh um 6 hat dann die Hebamme mal die Vorhänge aufgezogen. Und da kamen dann tausende Flüchtlinge die Straße entlang bei eiskaltem Winterwetter, bei Eis und Schnee. Und meine Mutter hat dadurch so einen Schock bekommen. Das war also schrecklich. Konnte, immerhin, es war ja noch nichts bombardiert und die Menschen... Ja. Lebt nicht in Frieden, aber es wurde noch vom Endsieg geschwätzt und so. Und dann dieses Bild, und das hat sie gesundheitlich auch mitgenommen, folglich auch mich als Baby. Also es ging nicht so gut los. Ja. Und manch einer, selbst die Großmutter, meinte, aus dem wird man nichts, der überlebt es nicht. Ja. Also ich habe es überlebt. Ja. Und wie Sie sehen, stehe ich heute hier mit 70 Jahren. Ja, also sollte Ihre Großmutter zum Glück nicht recht behalten so haben. So ist es, ja, genau. Ja, aber wie ging es dann weiter nach dieser schweren Zeit? Also ich will mal sagen, als Kind spürt man das ja dann nicht so. Ja. Die Kindheit war nicht schlecht, es war eine sehr schöne Kindheit. Und ich bin auf dem Land groß geworden oder in der Kleinstadt. Und ich finde, dass wer das erlebt hat, der kann sich glücklich schätzen. Er versteht, wie das Leben funktioniert dadurch. Und man lernt... seine Pflichten zu erfüllen, zu spielen und das wird verbunden und es wird nicht getrennt und auch Verantwortung lernt man kennen. Man musste also Kühe hüten und es ist ja nur Verantwortung, 12 Kühe, also dort beieinander zu halten. Und insofern war es doch eine, wenn auch keine reiche Kindheit, aber eine erbauliche und hat nichts geschadet, dass das am Anfang so anfing, das habe ich ja nicht mitbekommen. Aber schrecklich, dass immer wieder soweit ist. Ja. Aber das soll heute nicht unser Thema sein. Es ist eins, was unterschwellig in uns arbeitet. Ja. Das Thema Flüchtlinge, Sie hatten ja gesagt, Vorhang auf, da kamen die Flüchtlingsströme. Ja. Das ist auch wieder so ein Thema, was man heute in der heutigen Zeit hat. Es gibt wieder gesellschaftliche Probleme. Man hat das Gefühl, die Leute haben nichts gelernt. Ja, naja, es sind immer große geopolitische Interessen. Ja, ja. Über eines hatten wir noch nicht gesprochen, Ihren Vater. Ihre Mutter hatten Sie erwähnt. Ja, also meine Mutter ist auch noch interessant, zu Zwickau vielleicht. Die ist in Zwickau geboren, hat zwar da nur ein Jahr gelebt. Und zwar in der Marienthaler Straße, im ersten Haus, in dem roten Haus, gleich an der Kreuzung. War dann nie in Zwickau und gestorben ist in der Paracelsus-Klinik, ein paar hundert Meter weiter. Zwischenzeitlich als junge Frau, Fräulein vom Amt, das war sie da. Da gab es ein Postamt, oben, ganz oben, saß meine Mutter vielleicht 6 Wochen. Wo war das? War das in der Humboldtstraße? Oder was jetzt die Staatsanwaltschaft? Staatsanwaltschaft. Ja. Und da saß sie oben und dann riefen die an, haben gesagt, Fräulein vom Amt, bitte verbinden Sie mich. Ja. Dann musste sie die Bananenstecker oder Stöpsel da reinstecken. Das war in Zwickau. Nicht lange, die Technik hat das dann abgelöst. Ja. Und mein Vater war Maler, also Bauernsohn, sollte Bauer werden, hat aber dann Maler gelernt und hat auch studiert in München und in Dresden. Insofern ist da ein bisschen der Apfelfeld nicht weit vom Baum. Und ich habe dann Maler gelernt, allerdings nicht bei ihm, das wollte mein Vater nicht. Der eine weise gesagt, Entscheidung. Der hat gesagt, der muss zu einem ganz strengen Meister und den hatte ich in Hohenstein-Ernsthal und der hat mich zur Sau gemacht. Da ging das dann richtig zur Sache und ich bin ihm sehr dankbar heute dafür. Hat es das etwas schwierig gemacht oder
Hat es dieser strenge Meister verstanden, Ihnen die Freude zu nehmen an der Kunst? Nein. Ach, also eher gestärkt. Ja, ja, genau. Ja. Was war das für eine Zeit damals in Oberlungwitz, als es dann bei Ihnen so langsam losging, na ja, also in Ihrem Gebiet? Ich will mal sagen, es war eine andere Zeit als heute. Das war eine Industriestädte, waren das ja. Da war in jeder Ecke eine Fabrik. Folglich funktionierte das Flug. Es gab auch noch ganz viele Gaststätten, die hatten einen Saal und eine Bühne. Und da wurde auch Theater gespielt. Da kamen dann noch irgendwelche durchziehenden Truppen. Krimitschau hat wohl bei uns gespielt und so. Und ich kann mich erinnern als Kind, dass mich das schwer beeindruckt hat. Ja, ja. Möglicherweise war es Schmiere. Also das würde man heute sagen. Ja. Wenn ich es heute sehen würde, würde ich sagen, also komm, hör auf. Aber als Kind hat es mich fasziniert und hat das Interesse am Theater an mir geweckt. Das war bei Ihnen die Initialzündung. Und sagen wir mal, die Provinz wird immer verschrien, aber die Kinder leben im ganzen Land, wachsen sie auf. Ja, und da kann man nicht nur in den Städten was haben, es muss überall was sein. Ja. Also für mich war das interessant und hat mich schwer beeindruckt, natürlich. Also sowas sollte es demnach heute mal verstärkt geben. Sicher nicht mehr in dem Ausmaße wie damals. Ja, gut, eine andere Zeit, es gab kein Fernsehen und was alles. Ne? Ja. Aber man kann die Zeit auch nicht zurückholen. Aber man muss es mal erwähnen. Ja. Das ist wichtig, ja. Ein großer Name hat Sie auch noch begleitet auf Ihrem Lebensweg. Ja. Oh ja, ich bin dann mit 14 Jahren bin ich zu Heinz Tetzner gegangen, habe dort zeichnen und malen gelernt. Und der Mann hat mich sehr geprägt, kann ich einfach nur sagen. Ja. Abgesehen vom Zeichnen und Malen, auch als Mensch und so, was er einem mitgegeben hat, war ganz wichtig. Tolle Sache. Und ich hatte natürlich dann durch das Theater auch dort Feuer gefangen und habe dann in Oelsnitz im Erzgebirge noch gespielt im Arbeitertheater. Aha. Und ich erinnere mich, dass ich, als das Clubhaus Hans-Mach-Schwitzer 10 Jahre alt wurde, da war eine große Gala und da war ich da. Moderator war ich da. Als junger Bursch, ne? Sehr schön. Ja. Und das hat Ihren Weg eigentlich gefestigt, kann man sagen. Oder hatten Sie immer mal zwischendrin so Zweifel? Mit mir war das eine ziemliche Katastrophe. Weil ich habe also gemalt und ich habe dann Theater gespielt. Ja. Ich habe mal eine Zeichnung gemacht. Die habe ich nie wiedergefunden. Da hatte ich mich selbst gezeichnet, hatte dann ein Skalpell genommen, also wie so ein Topf war das, hier oben war der Deckel ab. Und da war ein Maler drin und ein Bildhauer und da war ein Schauspieler drin und ein Dichter und alles. Da war ich ganz jung. Und im Endeffekt muss ich sagen, es ist so geworden. Ja, alles da drin, habe ich alles gemacht. Aber jetzt allein anhand der Beschreibung sieht man, was da schon für eine Begabung da war. Ja, Interessen. Begabung, weiß ich nicht. Interessen. Das Interesse ist aber die unterste Stufe. Ja, wenn man kein Interesse hat, kann man den Rest vergessen. Das ist richtig, ganz genau so ist das, Jetzt hatten wir noch darüber gesprochen, Sie hatten auch eine Malerlehre gemacht. Ja. Was für eine Malerlehre? Eher richtig, das Anstreichen? Richtig, von der Pike auf. Dekorationsmaler. Damals hat man noch gerollt, die Wände und so gewickelt. Ja. Kann man sagen, dass das eigentlich Ihr Handwerkszeug dann für den restlichen Lebensweg? Ganz genau. Und jetzt mit fast 70 habe ich ja eine große Arbeit an der Pestalozzi-Schule gemacht. Ja. Und dort ist mir das alles wieder zugute gekommen, was ich mal gelernt habe mit einem strengen Meister. Das ist also das, wo die Eltern immer sagen, lern erst mal etwas Vernünftiges. Genau. Und darauf kann man immer zurückgreifen. Das kann einen nicht umhauen. Ja. Ja. Es gibt da so einen Spruch, man muss die Treppe hochgehen und nicht mit dem Fahrstuhl fahren. Ein wunderschöner Spruch. Ich denke, den sollten wir uns alle mal merken. Ja. Herr Schulze, wir haben jetzt hier noch zwei Zeichnungen direkt. Die passen in diese Zeit. Das ist die Zeit, wo ich bei Herrn Tetzner war. Aha. Ja, das unter seinem Einfluss auch entstanden? Ja, unter seinem. Also vor allem immer Porträt. Das hat ihn, der Mensch hat ihn immer sehr interessiert, folglich auch seine Schüler. Das ist sehr logisch. Und Tiere und so. Das ist eine Monotopie und das ist mit der Feder, mit der Rohrfeder gezeichnet. Ja. Also, das war schon sehr gut und der hat viele Menschen geprägt. Ja. Ein Künstler kann ganz viele Menschen beeinflussen und das sollten wir deshalb die Künstler nicht ausdünnen. Ja. Wie lange hat er Ihren Lebensweg geprägt? Bis ich dann studiert habe, das war 1968. Also durch ihn habe ich dann die Möglichkeit gehabt zu studieren. Er hatte mir so viel beigebracht, dass ich dann angenommen wurde. Denn man musste ja eine Aufnahmeprüfung machen und das war nicht ganz einfach.
War dieses Studium vor oder nach Ihrer Armeezeit? Das war nach der Armeezeit. Das war nach der Armeezeit. Jawohl. Also wollen wir mal in der Geschichte ja, noch nicht vorgreifen. Wir haben gesagt, wir lassen 70 Jahre Revue passieren. Da können also, wir nicht hingehen. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Wir waren bei Heinz Tetzner stehen geblieben, der Sie bis zur Armee begleitet hat. Ja, aber vielleicht sollten wir genau auf diese Zeit auch mal noch. Also dann war ich noch in Oelsnitz am Arbeitertheater. Sind auch ein paar Bilder, also zwei Bilder mit dabei. Ja, ja. Und naja, und dann war die Entscheidung immer Schauspielschule oder Malerei. Das hat immer während der Armeezeit. Da habe ich dann, da gibt es ja hier ein Bild, ist ja dabei, wo ich in Eggesin war ich bei der Armee. Und als die Eggesin 750 Jahre alt war, ich war dort bei einem Kabarett. Da gibt es ja das Bild, hier sieht man 750 Jahre Kabarett. Das war sehr schrecklich, war das aber gut. Wie das. Und dann habe ich auch immer da den Kasper gemacht, sage ich mal. Und die wollten dann, dass ich zum Erich-Weinert-Ensemble gehe. Und das war mir suspekt, weil ich dachte, wenn du da hingehst, dann kannst du zwar vielleicht Karriere machen, aber die haben dich immer am Wickel. Ja? Die, also man kann, wird dann abhängig. Ne? Ja. Und außerdem hatte ich dann noch gehört, dass man in Dresden studieren kann, Theatermalerei und so, und das ging hin und her. Und letztlich habe ich mich dafür entschlossen und bin dann von der Armee aus mit Uniform in Berlin beim Bühnennachweis aufgetreten. Und dann hat man mich nach Altenburg vermittelt und das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Eines interessiert mich mal noch. Sie sagten Armeezeit in Eggesin. Das ist ja auch der genaueste Weg. Das war damals Bezirk Rostock. Ja, genau. Wollte man Sie hier aus der Heimat weghaben? Ja, ich denke schon, dass da so ein bisschen was dran war. Man hat also die Leute aus dem Süden nach dem Norden geschickt und umgedreht. Das damit man ja weit weg war von der Mama. Und also einmal war ich 7 Monate nicht auf Urlaub. Und das war schon, da gab es dann ein paar disziplinarische Dinge. Ich hatte Pilze gesammelt und hatte die geschnitten und auf den Tisch gelegt zum Trocknen. Die wurden dann weggeschmissen und ich durfte nicht in Urlaub fahren. Sowas alles. Wegen ein paar Pilze. Natürlich, damit musste man leben. Dieses Bild scheint aus dieser Zeit zu sein. Ja, das ist, man hatte ja, ich habe ja immer gezeichnet, das gehörte bei mir dazu. Ja. Gibt den tollen Spruch, Zeichnen ist gefrorene Zeit. Also das ist toll. Ich kann mich, wenn ich jetzt das Bild sehe, erinnern, wie das war. Da saß ich dort am Unterschemel und die Schuhe drauf, die Stiefel. Das war die Armeezeit. Ja, dort habe ich also, hatte ich ja schon erzählt, Kabarett gespielt. Ja, Sie hatten schon ein bisschen was vorbereitet, deshalb habe ich hier ein paar Stichpunkte. Sie machen das Ganze aus dem Kopf. Jetzt sehe ich hier das Stichwort General von Möllendorf. Was ist das denn? Das ist aus der wilhelminischen Zeit so ein Sketch, wo die General von Möllendorf hier gestorben, unerhörte Ehre. Also das ist, wo die Soldaten zu einer, die müssen ein Staatsbegräbnis machen. Und das wird natürlich durch den Kakao gezogen. Ne? Und da spiele ich das. Das habe ich bei der Armee dann gespielt auch. Wie kam das an? Naja, also das habe ich intern, da haben die Offiziere nichts davon gewusst. Ach so, okay. Ja. Und jetzt sehe ich hinter Ihnen noch ein Buch. Und ich glaube, das ist Ihnen auch sehr wichtig. Ja, das ist mir ganz wichtig. Das Buch heißt Puppentheater der Welt. Das hat mir mein Bruder geschenkt, als ich vielleicht 20, 21 Jahre alt war. Und das hat also bei mir, das hat mich elektrisiert. Das sind also ganz viele Fotos von Puppen drin, moderne und historische. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Hier Obrassow, der Trinker. Und damals habe ich nicht gewusst, dass es tatsächlich meinen Lebensweg derart beeinflussen wird. Also bis dahin hatten Sie mit Puppen überhaupt noch nichts zu tun? Doch, ich hatte früher in Oberlungwitz kam Richards Puppentheater. Das hat mich schon fasziniert. Ja. Aber naja, man geht dahin und das merkt man sich auch. Aber dass man da mal in die Richtung, ja, wird ihn schon mit dem Puppentheater. Also man wird Bankdirektor oder irgendwas. Aber doch nicht Puppenmensch. Ne? Mal ehrlich, rückblickend wären Sie lieber Bankdirektor geworden? Sicher nicht. Okay, das wollte ich jetzt hören. Es ging weiter auf diesem Gebiet, das Theater, Malerei, die Kunst also, hat Sie nie also ich bin praktisch losgelassen. Von der Armee nach Altenburg. Dort habe ich ein Jahr am Maisaal gearbeitet. Ja. Das sind mir das ein Bild. Hier, das war meine allererste Arbeit, die Schneekönigin.
Und nach einem Jahr bin ich dann, nachdem ich die Prüfung bestanden hatte, in Dresden an die Fachschule der Hochschule für Bildende Künste gegangen. Und dort gab es also die Fachschule für Maskenbild und Theatermalerei. Ja. Und ich muss sagen, nach betrachtend war es eine gute Ausbildung. Ja. Man sieht ja, man hat alles gelernt, also Naturstudium, die Architektur und Plastik war auch ganz wichtig. Und sich mit der Geschichte befasst. Die letzte Arbeit hier, das ist ja meine Prüfungsarbeit gewesen, ein großer Prospekt von 5 mal 6 Metern oder sowas. Man sieht mich da noch als jungen Menschen sitzen. Aha. Und das war die Schule, die eigentlich eine gute Schule war, auch wenn wir als Studenten oft gemeckert haben, aber das machen Studenten. Worüber? Dass es nicht gut wäre. Ach so. Ja, ja. Okay, aber ja, rückblickend war es dann gut. Gut, ja. Okay. Genau. Ja, das stimmt. Ich habe beim Studium auch geschimpft. Ja, junge Leute müssen meckern. Aber dann rückblickend muss man sagen, junge Leute wissen alles besser. Das ist normal. Ah ja. Das ist ihr Recht. Okay. Das ist ihr Recht, ja. Und das war dann auch so langsam die Zeit, da haben Sie geheiratet. Ja, dann habe ich geheiratet. Das war kurz bevor ich dann fertig wurde mit dem Studium. Ja. 71 war es. Ja, und dann sind wir nach Berlin gegangen. Also geheiratet haben wir 70 und dann, es gab ja keine Wohnung. Das will ich jetzt nicht alles erzählen. Ja. Also das wäre eine Geschichte für sich, oh. Die Wohnungen betreffend. Ja, das kann ich mir vorstellen. Da wurde gesagt, Sie brauchen überhaupt sich nicht bemühen. Es gibt sowieso keine Wohnung und. Abenteuerlich. Ja. Ist es noch die gleiche Ehe wie heute? So ist es, ja. Ich gehöre noch zu den alten Konservativen, die so viele Jahre mit einer und derselben Frau zusammen sind. Da verneige ich mich. Herr Schulze, das ist großartig. Ja. Die Berliner Zeit, ich vermute, das hat mit dem deutschen Fernsehfunk zu tun. Ja, deutscher Fernsehfunk ist richtig. Als ich anfing, war es noch deutscher Fernsehfunk und hieß dann noch 1 oder 2 Jahren Fernsehen der DDR. Richtig. Das war eine ganz verrückte Zeit. Mhm. Das muss ich einfach ein bisschen aufdröseln, weil da war ich also beim Fernsehfunk und ich muss sagen, ich hatte mein Ziel, ich war Kunstmaler beim Fernsehen, so nannte sich das. Eine tolle Sache. Das kennt man heute gar nicht mehr. Ja. Doch, das gibt es schon noch. Aber wirklich? Es hat sich alles ein bisschen geändert. Und man hat also die Studios ausgemalt. Mhm. Und oder Plastiken gemacht, was auch immer. Da gab es zwar extra eine Plastikabteilung. Und es hat schon Spaß gemacht, wenn man dann ins Studio kam und da stand also eine Märchenkulisse oder ein Urwald oder New York oder was weiß ich. Ja. Ich habe ja hier auch ein paar Bilder dabei von den Märchen. 1972 wurde der Kessel Buntes also aus der Taufe gehoben. Da haben wir den Hintergrund gemacht. Leider gibt es keine Fotos. Ich habe nur noch 2 total verwackelte. Also eins zeigt nur einen Ausschnitt, das andere ist völlig verwackelt. Das ist der Entwurf von Herrn Bette. Jedenfalls war das riesig groß im Friedrichstadtpalast. Ja. Die Kugel des Fernsehturms war 6 Meter Durchmesser. Und das musste natürlich auch perspektivisch passen und so. War also nicht ganz einfach. Aber man hat dort viele Hürden überwunden. Das war auch nicht immer ganz leicht. Hat auch Spaß gemacht. Aber auch dort habe ich noch mal Theater gespielt während dieser Zeit bei dem Arbeitertheater Maxim Gorki, um dann endgültig zu sagen, Schluss damit, jetzt wendest du dich wieder mehr der Malerei zu und war bei dem spanischen Maler Professor José Renau. Das ist ein Wandmaler gewesen, der bei Franco zum Tode verurteilt war und dann nach Mexiko geflohen ist und dann in die DDR kam. Also ein Emigrant, von dem habe ich aber unheimlich viel gelernt. Eine ganz wichtige Person in meinem Leben. Von dem gibt es in Halle dieses große Wandbild, gleich im Zentrum. Da ist ja ein Bild. Und aus Valencia ein großes Wandbild. Natürlich ist man angeregt dadurch. Und ich habe dann auch im Fernsehen Studiotechnik im Kindergarten ein Wandbild gemalt. Das habe ich nachts gemalt, am Tage gearbeitet, nachts gemalt. Dann habe ich noch Theater gespielt. Dann habe ich auch noch Puppen gebaut und gemalt. Das zeige ich gleich. Also wie man das alles gemacht hat, verstehe ich heute überhaupt nicht mehr. Dass die Frau einen nicht zum Teufel gejagt hat, ist ein großes Wunder. Und 2 Kinder und 3 Wohnungen. Also alles in dieser Zeit. Wow. Aber wenn man jung ist, kann man alles schaffen. Ja. Und dieses Wandbild, das hat mir viel Freude gemacht und den Leuten schätze ich auch. Aber 1990 oder 91 kam ich nach Berlin
meine Frau und ich wollten es uns mal wieder anschauen. Ja. Und da war es weg. Und da sage ich, wie kommt das? Und die Leiterin des Kindergartens, die meinte, ja, wir haben eine neue Leitung und es darf nach neuem Gesetz keine großen Bilder mehr an der Wand sein, nur noch kleine. Ach, und ja, die Regale mussten alle weg, dass die Puppen und alles rauskommen, nur noch in Schüsseln und Wannen. Also eine neue, okay, Struktur. Und damit war es verschwunden. Alles wird im Laufe der Geschichte, ja, ändert sich, ja, immer alles. Ich habe dann auch noch in der Zeit sogar noch Puppen, da habe ich meine allererste Puppe gebaut, auch noch in der Zeit, das ist ein Dirigent, ich wusste nicht, wie das geht, der ist durchaus nicht nach den Regeln der Kunst, aber ich musste es einfach mal tun und der funktioniert auch, aber da müsste man jetzt sich das bisschen anders aufbauen. Ja, da müssten wir uns dann hier auf den Boden begeben. Ja, vielleicht können wir das noch machen. Ja. Dann habe ich in der Zeit trotzdem natürlich auch gezeichnet und gemalt. Oh, Moment. Und hier, das ist aus der Zeit, als ich also bei dem Professor Renau war. Ja. Ich mache das mal ganz kurz. Das ist unser Sohn. Das ist 1973. Und ich finde, das ist eine ganz gute Zeichnung. Und das ist die Methode des Lernens bei dem Professor Renau. Das kann man so vielleicht nicht verstehen, aber es war ganz, ganz wichtig, sehr interessant. Der ist übrigens der Mann gewesen, der Picasso das Bild Guernica in Auftrag gegeben hat. Ach nein. Ja, ja, da könnte man eine Geschichte extra erzählen. Das muss jetzt nicht sein. Sehr interessant. Das ist auch in der Zeit entstanden. Selbstbildnis, bisschen überhöht. Aber man sieht, man hat viel gemacht. Ja. Ein Bart hatten Sie noch nicht damals? Da hatte ich noch keinen Moment, Bart, aber dann hatte ich einen. Ja. Ach, das hat auch einen Grund gehabt. Hier war 76 mit Bart. Das hat einen bestimmten Grund, will ich jetzt nicht alles erzählen. Also man sieht, es war eine ganz verrückte Zeit. Ja, aber Sie hatten gesagt, Sie haben auch Videos. Ja, aus der Zeit. Wie geht das? Zwei Videos. Ja. Wie geht das eigentlich? Ich meine, heute, wo jeder mit dem Handy filmt, ja, ja, kein Thema. Das ist also so gewesen, man hatte ja nichts. Fotos hat man kaum gemacht. Ja. Man hat seine Arbeit gemacht, ging nach Hause, dann kam das ins Studio. Das war nicht so wie heute. Und dann hatte ein Kollege eine AK-8 und der hat gefilmt. Da müssen Sie erst mal erklären. Ich glaube, heute weiß keiner das mehr, was eine AK-8 ist. Also eine Kamera, AK-8, das ist das Maß wohl. Oder die 8 mm. Und ist schwarz-weiß und ohne Ton natürlich, ja. Aber nicht zum Selbstdrehen. Sie hatten gerade die Finger bewegt zum Aufziehen. Nein, da ist schon ein kleiner Motor drin, das ist ja klar. Man sieht bei dem einen Video, wie das funktionierte. Wir hatten also einen Mahlsaal mit einer riesigen Wand, die war 25 Meter lang und 8 Meter hoch. Und na, da fuhr man. Da schauen wir mal rein, würde ich sagen, oder? Liegt das Video vor? Und? Ja, da haben wir es. Was sehen wir da jetzt hier? Wo ist das? Also das ist im Mahlsaal des Fernsehfunks. Und es ist mein Kollege, also es wurde nun nicht jeder dort irgendwie gefilmt, sondern zufällig ist gerade mein Kollege dort gefilmt worden, der dort einen Waldprospekt malt. Und das sieht man mal ganz schön, wie wir dort gearbeitet haben. Es gab also drei große Prospektwände, Prospekt nennt man das, den Hintergrund. Ja. Der waren um die 20 Meter, einer war 25 Meter lang und ca. 8 Meter hoch. Da wurde der Stoff aufgespannt. Und dann sieht man hier, wie mein Kollege, der übrigens auch mal in Zwickau Praktikant war am Theater, einen Wald malt. Mhm. Und da fuhr man dann mit der Bühne hoch oder runter. Und man sieht, es wird auch mit Bürsten gearbeitet und gespritzt wird. Also man hat alles Mögliche dort gearbeitet. Es war natürlich oft so, dass das naturalistisch sein musste. Klar. Das durfte ja niemand sehen, dass das gemalt ist. Ja. Also das hat nichts mit der freien Kunst zu tun. Das ist dienend für die Inszenierung. Wenn ich heute einen Film anschaue, sehe ich das oft. Aber man merkt, so sehr häufig gibt es das nicht mehr. Ja, es wird ja sehr viel digital gemacht und so. Das gab es ja damals nicht. Richtig, ne? Dann sieht man also, wie er sich dort mit den Bäumen abplagt und den Hintergrund geschaffen hat und den Vordergrund. Und wenn dann noch vorne was gebaut ist und noch Bäume dort stehen, echt stehen und Häuser, was weiß ich, dann sieht das super aus. Also das ist ja auch der grundlegende Unterschied zwischen Film und Fernsehen auf der einen Seite und Theater auf der anderen Seite. Beim Theater weiß man, okay, stell dir mal hier einen Baum vor, so ein bisschen angedeutet, aber im Film muss es realistisch sein. Ja. Da ist ein Baum eben ein Baum. Und genau.
Na ja, das ist schwierig. Ja, aber, das ist nicht einfach. Aber fotorealistische Arbeiten sind für Sie demnach... Inzwischen ist das sehr modig. Ist das sehr modig geworden. Das ist richtig, ja, ja. Wir haben das ja nicht als, als Kunst in diesem Sinne gesehen, richtig, sondern das war reines Handwerk. Naja, künstlerisches Handwerk, ja, sag ich mal. War schon interessant. War schon interessant. Aber ich finde es jetzt schade, dass es keine Videos von Ihnen gibt, wo Sie zu sehen sind. Es gibt in diesem Zusammenhang hat der Kollege ein Video von mir gemacht. Haben Sie das mit? Dort, das ist dabei. Allerdings male ich da nicht, sondern da war die Zeit, als ich bei Frau Lehn am Arbeitertheater auch war. Ja. Und da habe ich irgendwas gespielt. Ich weiß nicht was. Und es ist verschärft. Das will ich jetzt aber sehen. Haben Sie das vorliegen? Das ist verschärft. Jetzt schauen wir mal. So, da haben wir es. Das sind Sie hier? Das bin ich. Noch ohne Bart? Das also, bin ich. Aber sagen Sie, was spielen Sie hier eigentlich? Keine Ahnung, ist irgendwas Verrücktes, ich weiß nicht. Aus dem Stegreif. Aber man sieht schon die Freude an der Schauspielerei. Ja, natürlich. Also, ja. Das, Rampenschwein. Ja, ja. Die Berliner Zeit war demnach eine puppenspiellose Zeit. Da gab es kein Eigentlich schon, ja, das ist richtig. Ja. Also, es gab allerdings Interesse und ich war mal am Puppentheater in Berlin, hatte mich mal vorgestellt. Also doch. Ja, das schon, aber nur mal so sondiert, ob man da vielleicht reinkommen könnte, aber keine Chance. Keine Chance? Der Puppenschulze wäre nicht der Puppenschulze, wenn er nicht immer noch irgendeine Lösung im Hinterkopf hätte. Wie es weitergeht, das Gespräch, das erfahren Sie im Teil 2. Schalten Sie da auf jeden Fall auch wieder ein.